Wenn man von Klimawandel hört, dann hört man meistens oder geht es meistens um die Erwärmung oder die Erhöhung der mittleren Lufttemperatur um 2, 3, 4 Grad. Klimawandel bedeutet aber auch, dass sich gegebenenfalls die Intensität, Häufigkeit und Verteilung von Extremereignissen ändern kann. Und das sind Aspekte, die in der Planung von Infrastrukturprojekten durchaus berücksichtigt werden müssen. Es kann zum Beispiel sein, dass jetzt es längere Trockenperioden gibt als vorher in manchen Regionen oder dass es viel häufiger sehr intensive Starkniederschläge geben wird. Das Gleiche gilt auch für die Hitze. Also Klimamodelle zeigen zum einen, dass es deutlich mehr heiße Tage geben wird und dass die Hitzewellen länger dauern werden und auch häufiger vorkommen. Das kann man jetzt auch schon beobachten, was man hier an dieser Grafik sehen kann. Hier ist die Temperaturabweichung im Sommer dargestellt vom langjährigen Mittel und man sieht ganz deutlich, dass in den letzten 30 Jahren die Sommer deutlich heißer waren als vorher. Auch dieser Zeitstrahl hier verdeutlicht nochmal, dass 9 von den 10 wärmsten Sommern seit dem Messbeginn in den letzten 30 Jahren aufgetreten sind. Hinzu kommt aber auch, dass die Landnutzung einen starken Einfluss haben kann und gegebenenfalls die Situation noch verschärfen kann. Dies sieht man vor allem deutlich in Städten, wissen wir eigentlich, glaube ich, alle. Da gibt es viel versiegelte Fläche, viele Straßen, Gebäude. Das heißt, die Energie von der Sonne wird absorbiert, Wärme wird länger gespeichert, da die Zirkulation nicht mehr so gut funktioniert wie auf der freien Fläche. Es gibt weniger Bäume, freie Wasserflächen oder einfach Vegetation, die durch Verdunstungskälte oder Schatten ein bisschen die Temperatur kühlen könnten. Das heißt, oder das führt dazu, dass die Temperaturen in der Stadt höher sind als im Umland, was man jetzt hier an der Stadt Linz auch gut sehen kann. Dargestellt sind hier die mittlere Anzahl der Sommertage für den Zeitraum 1981 bis 2010 in Linz. Und man sieht ganz gut, dass in den dicht bebauten Gebieten deutlich mehr Sommertage auftreten als jetzt im Umland oder in Regionen, wo viel mehr Grün ist oder Wasserflächen. So, das ist kritisch zum einen, weil in Städten natürlich viele Leute wohnen und die dann noch stärker betroffen sein werden vom Klimawandel. Zeigt uns aber auch, dass wir Handlungsspielraum haben und dass es Möglichkeiten gibt, die Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen oder zumindest nicht noch zu verstärken. Und die Auswirkungen können durchaus gravierend sein. In Österreich wurden 2018 zum Beispiel mehr Hitzetote verzeichnet als Verkehrstote. Und auch durch starke Temperaturschwankungen oder sehr starke Niederschläge und daraus resultierende Überflutungen können Schäden an Gebäuden oder an Infrastruktur, an Straßen entstehen, was sehr hohe Kosten verursachen kann. Das heißt, eine klimabewusste Planung lohnt sich durchaus. Vor allem, weil halt Infrastrukturprojekte kostenintensiv und langlebig sind, das wissen Sie vermutlich ja eher noch als ich, und weil Fehler in der Planungsphase im Nachhinein sehr schwierig zu beheben sind. Und genau hier setzt Clarity jetzt an. Clarity möchte bei der klimabewussten Planung unterstützen. Und das ist ein EU-Projekt, wie Andrea bereits gesagt hat. Im EU-Projekt arbeiten 17 Partner aus 5 verschiedenen Ländern daran, ein Klimainformationssystem zu entwickeln, was helfen soll, Klimaaspekte bei der Planung von Infrastrukturprojekten besser zu berücksichtigen. Und hier sind auch nochmal dargestellt die 4 Pilotregionen, also Stockholm, wo es hauptsächlich um Überflutungen ging, Linz, wo die Hitze der Hauptschwerpunkt war, in Neapel, ja, hat man sich Überflutungsrisiken und Hitzewellen angeschaut und in Spanien ging es mehr um Straßenschäden, welche durch starke Temperaturschwankungen oder auch durch Starkniederschläge und sowas verursacht werden. Aber wie kann Clarity jetzt genau unterstützen? Ich habe jetzt mal die 3 wichtigsten Elemente hier aufgelistet. Zum einen haben wir eine klar definierte Methode erarbeitet, die einfach nachvollziehbar ist und die dazu führen soll, dass man wirklich alle Aspekte, die berücksichtigt werden sollen, bei der Planung berücksichtigt, wenn man dieser Methode folgt. Dann gibt es natürlich das Klimainformationssystem. Das soll helfen, einen guten Überblick über die Klimarisiken zu erhalten und auch über mögliche Anpassungsmaßnahmen. Und zu guter Letzt gibt es auch noch eine Plattform zur Vernetzung, den Marktplatz oder Marketplace. Da sagt später Andrea vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Aber kommen wir erstmal zur Methode. Die Methode basiert auf einer EU-Richtlinie, den Non-Paper Guidelines for Project Managers.
Und diese wurde unter Berücksichtigung des 5. Weltklimaberichts leicht überarbeitet, sodass jetzt wirklich alle Elemente, welche bei einer klimabewussten Planung berücksichtigt werden sollten, umfasst sind. Dazu gehört zum einen die Gefahrenanalyse, das heißt, welche Risiken sind in meiner Region überhaupt relevant. Dann kommen die Bewertung der Exposition und der Vulnerabilität dazu, das heißt, wer oder was ist betroffen von den gegebenen Gefahren und inwieweit sind die Personen oder Gebäude und wie anfällig. Und diese drei Elemente sind wichtig, um dann tatsächlich eine Risikoabschätzung machen zu können, was dann hier der vierte Schritt ist. Die letzten drei Schritte beschäftigen sich mit der Identifizierung, der Bewertung und Implementierung von Anpassungsmaßnahmen. Und all diese Schritte finden sich auch in dem Klimainformationssystem wieder, was im Rahmen von Clarity entwickelt wurde. Das soll, wie gesagt, jedem die Möglichkeit geben, sich einen Überblick über Klimarisiken zu verschaffen und auch über mögliche Anpassungsmaßnahmen. Und das wird dadurch garantiert, dass in dem System man den Arbeitsschritten folgt, die in Clarity definiert wurden vorher, und dass es einen einfachen Zugang zu bereits öffentlichen Klimadaten und auch Informationen zu Anpassungsmaßnahmen gibt. Das heißt, das soll alles in einem gleich zugänglich sein. Ein Nutzer kann sich in diesem System eine Studie auswählen oder anlegen und dann mit dem ersten Schritt beginnen von dieser Methode, die ich vorhin vorgestellt habe, mit der Gefahrenanalyse zum Beispiel. Dafür haben wir Klimaindizes berechnet von Eurocodex-Daten, die frei verfügbar sind für Europa. Und diese wurden berechnet für einen historischen Zeitraum und drei zukünftige Zeiträume. Und die kann man sich dann in diesem System anschauen. Es gibt verschiedene Indizes, die berechnet wurden, so wie Hitzetage, heiße Tage, Frosttage, Temperaturvarianzen oder auch Indizes, die den Niederschlag betreffen. So höchste Niederschlagsmengen am Tag und so etwas. Das ist frei verfügbar und hat eine Auflösung von 12x12 Kilometern. Wie ich aber vorhin gesagt habe, hat die Landnutzung natürlich auch einen starken Einfluss. Und deshalb wurde im Projekt auch eine Methode entwickelt, wie man mit frei verfügbaren Landnutzungsdaten, also für die EU frei verfügbaren Landnutzungsdaten, die mittlere Strahlungstemperatur abschätzen kann. Und hier ist jetzt für eine Studie, die man jetzt für Linz angelegt hat, das Resultat dafür. Es ist immer noch, es wird noch validiert an dem, aber es gibt zumindest brauchbare Resultate, weil das sind ungefähr hier wieder dicht bebaute Gebiete. Man sieht, die Umgebung ist kühler. Also die Landnutzung hat einen Einfluss und das kann man berücksichtigen. Außerdem können in dem System Daten, die sonst auf Kopernikum oder aus verschiedenen Quellen von Europa, die man sich zusammensuchen müsste, können einfach visualisiert und dargestellt werden. Zum einen Urban Atlas Daten, das sind Landnutzungsdaten. Hier kann man schauen, wo dicht besiedelte Gebiete sind oder nicht, das Hafengebiet, derartige Sachen. Man kann sich auch die Versiegelung anschauen oder zeigen, wo die Transportinfrastruktur verläuft oder eben auch, wie die Bevölkerung verteilt ist in dem Gebiet, was man sich gerade betrachten möchte. Und diese Elemente sind wichtig auch zur Bewertung der Exposition. Das zusammen mit dem Gedanken, wie anfällig sind jetzt zum Beispiel bestimmte Altersgruppen oder bestimmte Gebäudeinfrastrukturprojekte, ist wichtig, wenn man dann das Risiko abschätzen möchte. Hier jetzt auch für Linz. Man hat vorher gesehen, dass hier eigentlich das gesamte Gebiet war recht stark betroffen, aber hier wohnen jetzt nicht so viele Leute, deshalb ist jetzt dieser Bereich besonders kritisch, oder man könnte sagen, hier lohnt es sich am meisten, gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen anzusetzen. Und dann, wie gesagt, gibt es auch noch Informationen über mögliche Anpassungsmaßnahmen. Zum einen gibt es eine Liste mit verschiedenen Optionen und dann kann man jede einzelne Anpassungsmaßnahme noch genauer anschauen. Man bekommt einen kurzen Überblick, um was es geht, was die Auswirkungen sind, auch mit Co-Benefits, inwieweit das gegebenenfalls andere Risiken reduziert und auch mit einer Kostenabschätzung. Das ist das, was
man von dem Klimainformationssystem bisher rausholen kann. Man kann einen guten Überblick gewinnen über die Risiken, die einem in der Region betreffen werden, inwieweit sich das Klima ändern wird in der Zukunft, was es für Anpassungsmaßnahmen gibt, wo die betroffenen Elemente sind. Wenn man dann genauere Studien braucht, wie mit höherer Auflösung man spezielle Fragestellungen hat, oder Windstudien zum Beispiel oder Mikroklimasimulationen, dann kann man immer noch Expertenstudien beauftragen. Wie das zum Beispiel auch bei der Pilotstadt Linz durchgeführt wurde, was dann Wolfgang später noch darauf eingehen möchte. Genau. Und wo findet man solche Experten oder Leute, die sich auch mit dem gleichen Thema beschäftigen? Da sind wir dann beim Marktplatz. Der soll hauptsächlich dazu dienen, Personen zu vernetzen. Es werden dort Angebote zu Klimadiensten, zu Klimaanpassungsmaßnahmen gesammelt und präsentiert. Und dort werden auch Best-Practice-Beispiele verfügbar gemacht.